Minecraft aber mit Custom Herzen. Wir können 10 neue Custom Herzen bekommen und jedes Herz gibt uns eine spezielle Fähigkeit. Um die Herzen freizuschalten, müssen wir verschiedene Challenges machen. Werde ich es schaffen, alle Custom Herzen zu bekommen und den Ender Dragon in einem epischen Kampf zu besiegen, oder werde ich davor schon sterben? Schaut das Video, findet das heraus und schreibt in die Kommentare, welches Herz ihr am coolsten fandet. Okay, als allererstes fällt mal wieder ein Baum. Badadidobli. Dann machen wir uns erstmal eine richtig schlechte Spitzhacke. Und bauen dann noch etwas Stein ab. Oder noch ein paar Steinputz craften. Und voila! Möge die Challenge beginnen. Also unsere Aufgabe ist, kill 10 Villagers to unlock Villagerheart. Okay, also wir müssen 10 Villager killen, damit wir unser allererstes Custom Herz freischalten. Aber bevor wir das machen, holen wir uns noch ein bisschen was an Essen. Das war doch dahinter diesem Dorf. Okay, aber erstmal ist hier irgendwo ein Eisengolem. Den müssen wir nämlich als erstes hier loswerden. Doch, nice, Mann. 4 Eisen. Wir machen kurz mal eine Steinhacke. Du dann hier wird das ganze Weizen erstmal hier mal abbauen. Dann hätten wir Essen erstmal auch keine Probleme mehr. Und dann killen wir jetzt hier 10 Villager. Okay, ich habe gerade einen gekillt, aber das hat irgendwie gerade nicht gezählt. Sind vielleicht nur Villager, die einen Job haben? Nö, auch nicht. Ah, Leute, jetzt geht's. Gut, Leute, also 10 Villager killen. Let's go. So, nice, weil das komplette Dorf erstmal ausgerottet. Und wir haben jetzt das Villager-Herz. Give you eine Villager-Nose and you shift will smell orbs around you. Digga, wir haben eine f***ing Villager-Nase. Kann ich die auch abnehmen? Nee. Okay, bei Shift sehen wir alle Erze. Okay, das ist nice. Aber es wird so langsam Nacht, deswegen gehen wir jetzt erstmal wieder schlafen. Okay, nächste Aufgabe. Kill 5 Creepers. Okay, also wir müssen 5 Creeper killen und Leute, das allererste Herz, was wir da haben, das bringt uns einfach, wenn wir auf Gras laufen. Sättigung 2. Okay, also heißt, wir auf Gras bekommen schon mal Essen. Das ist doch schon mal ganz gut. Okay, also irgendwie kann man nichts in seine Offhand machen. Okay, das ist ein bisschen schade. Gut, würde ich sagen, dann suche ich mal eine kleine Höhle. Und das wäre jetzt noch ein Creeper. Das ist irgendwie übelst blöd, dass man das Schild nicht in die zweite Hand nehmen kann. Okay, Leute, da sehe ich nochmal 2 Creeper. Nein. Der zweite. So, okay, es fehlt uns noch ein Creeper. Und dann haben wir das nächste Herz. Und da oben ist Gold. Und dort ist auch ein Creeper. Lass, wir müssen nur noch den hier killen. Oh nice, weil wir haben das Creeper-Herz. Shift und Click to explode where you look. Ne, Rechtsklick. Oh nice, Mann. Okay, das ist cool. Okay, also können wir erstmal von oben das Gold immer holen. Okay, nice, wir haben 4 Gold. So, aber hier was machen wir uns als allererstes Goldschuh für den Nether. Oh nice, mir ist noch mehr Gold. So, warte mal, hier waren Diamanten. Ich denke mal sehr, dass das Diamanten sind. Ja, nice. Hiermit wird Diamanten farmen. Easy. Okay, 8 Dias. Okay, also dieses X-Ray hier, das ist verdammt gut zu minen. Ich mache mir hier raus erstmal eine Chestplate. Und den Rest spare ich mir erstmal noch. Also für dieses Amethyst, halte ich mal wieder Ausschau nach dieser komischen Kugel. Lockwall, das ist sogar eins. Also ich weiß jetzt nicht, was die Artemist Cluster sind. Sind das die hier? Nee. Sind das die? Ja. Aber es sind ja wohl nur die großen. Okay, finde ich schade, dass dieses Explosionsteil hier nicht allzu viel Sprachschaden macht. So nice, ist noch ein bisschen was an Gold. Und das hier sieht immer aus wie so eine Kugel. Ein bisschen Amethyst. Ja, nice. Okay, nice, Mann. Das haben wir jetzt auch, das Amethyst-Nerz. When something hit you, mobs in radius of 100 blocks will glow. Okay, also wenn mich hier ein Mob hittet oder ich Schaden bekomme, leuchten Mobs auf. Und unser nächster Challenge ist es, Diamanterz abzubauen. Und nice, dass schon die mitgezählt werden, die wir da schon abgemeint haben. Aber ich finde es blöd, dass man nichts in seine Zweithand nehmen kann. Das nervt irgendwie übelst. Okay, nice, Mann. Wir haben das Diamantherz und give you miner's helm and light area around you. Und das, wir haben jetzt einen Helm hier. Das tut um uns herum alles beleuchten. Okay, das ist nice. Da brauchen wir keinen Fackel mehr durch in die Hand zu nehmen. Und unser nächster Challenge ist es, break 10 Obsidian. Okay, also ich muss mir wohl eine, Dia-Spitzhacke dann machen. Okay, das haben wir aber nochmal einen Diamant. Und auch nochmal einen Lavasee. Gut, dann müssen wir jetzt nach langem mal wieder Obsidian abbauen. Gut, Leute, dann würde ich sagen, let's go. Okay, nice, Mann. Wir haben jetzt das Obsidian-Herz und take no fall damage. Okay, und unsere nächste Mission ist use 10 blazes. So, nice, Mann. Hä? Okay, warte mal, irgendwas? Hör ich schon richtig? Ich verzweifle gerade daran, Nether-Portal anzuzünden. Leute, ich glaube, irgendetwas stimmt hier nicht. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, was gerade einmal abgeht. Okay, Leute, ich habe jetzt so eine kleine Semi-Lösung gefunden. Ich weiß nämlich nicht, warum ich jetzt hier überhaupt nicht anzünden kann, warum mir nichts passiert. Deswegen haben wir jetzt einmal so ein kleines Portal. Ihm ist ja wohl verbuggt durch das Datapack hier. Okay, wir sind neben Dinge gespawnt und das in einem fetten Lavasee.
Leute, ich höre schon ein paar Loren. Okay, sind wohl irgendwie alle über mir. Also, wir müssen 10 Blazes killen. Eine Kiste, ein bisschen Gold, ja. Okay, Leute, hier haben wir schon mal eine. Nice, Mann, unser erster Eier. Und wenn wir den Schaden ja bekommen, Leute, dann ziehen wir alle anderen Mobs. So, hier haben wir unsere allererste Lohnroute. Wenn wir Obby brauchen, nicht. Oha, krass, hier hat mir zwei Spawner nebeneinander sogar. Weil es so blöd, dass man das Schild nicht gleichzeitig haben kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe Shift und Rechtsklick gemacht. Ja, nice, Mann, wir haben die Challenge. Die nächste Challenge ist Die. Okay, Leute, also nachdem wir hier das ganze Lohn-Ding gemacht haben, müssen wir einmal sterben, um weiterzukommen. Von da, dass das dann Teil der Challenge ist, macht es nicht, wenn ich jetzt einmal sterbe. Also Shift und Klick to even bigger explosion. Ja, wir machen schon eine größere Explosion. Ich hoffe, dass ich dann am Mob auch mehr Schaden macht. Digga, ist ja wirklich viel, viel größer. Ich weiß, das komplette Insel da unten ist weg. Aber ich glaube, Feuerresistenz hätte ich ein bisschen mehr irgendwie noch gefühlt. Digga, ich darf hier nicht aus Versehen Schild und Rechtsklick drücken. Jetzt bin ich selber tot. Okay, bevor wir dann das mit dem Sterben machen, tue ich auf jeden Fall nochmal mich am Bett nochmal absaven. Weil ich weiß nämlich nicht, ob wir alle Items behalten. Okay, wir haben 9 Stück. Ich würde sagen, das reicht erstmal. Dann bauen wir jetzt hier die Spawner ab. LOL, und auch ein Zombie-Pigman. Auf dem Huhn reitet, doch, hab ich noch nie gesehen. Ja! Oh mein Gott, Digga, noch 4 Enderperlen rausbekommen. So, das ist auch schon mal ein Enderman. Und dann tue ich jetzt hier noch die restlichen Enderperlen hier noch farmen. Okay, Leute, ich habe jetzt verdammt viele Endermans gekillt und 5 Enderperlen rausbekommen. Und zwar würde ich sagen, dann gehen wir wieder zurück in die Oberwelt. Dann würde ich erstmal sagen, plätze ich jetzt in meinem Bett hin, mache mal wieder einen Schickspunkt, finde nämlich die nächste Challenge und dafür die. Von euch habe halt keine Ahnung, ob ich meine Items behalten werde. Deswegen mache ich mir einmal eine Kiste. Und den Helm kann ich leider nicht ausziehen, unsere schöne wilde Nase hier. Und dann würde ich sagen, Leute, dann stellen wir jetzt einer hier mal in der Lava. Okay, wir haben das Save Your Life Every Time. Geil, wir haben das Totemherz. Okay, also wir haben hier alles verloren. Oh mein Gott, bin ich froh, dass ich alles in die Kiste gemacht habe. So wie gesagt, dieses eine Mal durfte ich sterben. Wenn ich jetzt aber sterbe, ist die Challenge halt eben verloren. Okay, wir müssen 500 Deep Slate meinen. Warte mal, Deep Slate ist das hier, oder? Ja. Alter Schwede, Digga, 500. Gut, das kann ein bisschen Zeit in Anspruch dann nehmen. Ja, würde ich sagen, tue ich erstmal gefühlt, das ganze Ding ist erstmal wegmeinen hier. Ich glaube, wir haben jetzt gleich die Hälfte davon geschafft. Und allzu lange dauert es halt eigentlich auch nicht. Es sieht halt viel, viel weniger aus, ne? Guck mal, dieser ganze Bereich, Leute, das sind fast 250 Blöcke. Sieht überhaupt halt gar nicht mal so aus. Und in der Zwischenzeit könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was eigentlich dann hiervon euer Lieblingsherz ist. Und wir stehen ja auch kurz vor den 1000 Abonnenten. Und wenn du neu bist und du meinen Content feierst, würde ich mich sehr, sehr über ein Abo freuen. Okay, Leute, wir haben gleich die 500 Deep Slate. Okay, Leute, nur noch einen Schaden abbauen und wir bekommen das Bedrock Herz. When you are lower than 2 Hertz, I will give you resistance. Okay, Leute, das ist nice. Nur hat das Totem Herz nicht gesagt, dass wir unsterblich sind. Aber Leute, unsere nächste Challenge ist mein 100 Endstein. Okay, Leute, das heißt, wir müssen dann jetzt ins End gehen. So, daraus machen wir uns hier dann schon mal ein paar Enderaugen. Und dann gehen wir jetzt mal in die Oberfläche und davor noch das ganze Display hier noch wegmachen. Oh, Leute, endlich mal wieder Tageslicht. Gut, dann würde ich sagen, dann werfen wir das allererste Enderauge und es geht noch da. Genau, das Lager fängt in der Wüste oder so an. Und das Endportal ist genau hier unten. Okay, geht's einmal kurz ein bisschen runter. Und das ist nochmal ein Skelett hier. So, können wir es hier weiter runterbuddeln. Okay, das war, Leute, hier ist das Stronghold. Komm, müssen wir jetzt nur noch das Portal finden. Okay, das war, Leute, hier ist wohl das Portal. Den Spawner bauen wir erstmal ein bisschen ab. So, ich glaube, die 6 Augen reichen nicht, oder? Okay, müssen wir noch 2 extra noch machen. So, nice, Mann. Und dann würde ich sagen, dann gehen wir ins End in 3, 2, 1, go! Okay, das heißt, wir bauen uns ja erstmal 100 Endsteine ab. Okay, könnt ihr mir dann vorstellen, dass wir mit dem nächsten Herz uns vielleicht teleportieren können, weil es irgendwas mit dem End zu tun hat. Okay, Leute, wir haben jetzt gleich die 100 Endsteine und wir bekommen das Drachenherz. Shift, look to fly. Shift, click to throw Dragonatem. Also Shift, Rechtsklick. Okay, da kommt noch dieser Drachenatem. Also muss Shift und oben gucken und schon kann er fliegen. Oh mein Gott, wieso bekomme ich auf einmal so viele Dinge? Warte mal, falsch haben, bekomme ich kein Geld, genau. Okay, Leute, wenn ich euch sterben soll, war es wohl einer der dümmsten Tode. Nice. Okay, ich bin nur gestorben, ihm ja auch nicht. Aber Leute, so wie es aussieht, klappt das hier wohl. Also können wir einfach alle Kristalle mit der Hand easy zerstören. So, und jetzt geht's an den Ender Dragon ran. Okay, Leute, irgendwie machen wir damit nicht allzu viel Schaden, wie ich ihn mir erhofft hatte. Das heißt, wir müssen ihn halt irgendwie hiermit killen. Okay, das war irgendwie. Ich will natürlich echt bis 100 in den Stack. So, ich glaube, er landet. Oh mein Gott! Was war das? Und er ist gleich, er ist gleich. Komm schon. Nice, Mann, wir haben ihn. Nice, wir haben den Enderdragon besiegt. Also das nur mit Explosionen. Okay, Leute, das ist nice. Wir haben hier einfach das halbe End komplett hier zerbombt. Nice, Mann.
Ja, Leute, heute zur Minecraft, aber mit Custom Herzen. Und mir hat die Challenge auf jeden Fall wirklich mega, mega viel Spaß gemacht. Und ich glaube, mein Lieblingsherz ist wohl das Totemherz. Weil damit zu sterben ist nämlich einfach unmöglich. Also schreibt ihr mal in die Kommentare, was eigentlich euer Lieblingsherz von diesen war. Und solltest du neu sein und dir gefällt mein Content, kannst du dafür noch gerne kostenlos ein Abo da lassen. Und noch gerne auf die Glocke aktivieren, weil das nicht so zu verpassen. Ich würde es euer Like freuen. Und immer noch einen schönen Tag. Ciao.